Schön, dass ihr am Start seid. Aus Berlin, heute zum neuen Video. Mal wieder. Wir werden heute einen Hanfdöner snacken. Ich möchte gar nicht zu viel sagen, weil ich auch gar nichts weiß. Was sich genau dahinter verbirgt, das werden wir gleich sehen. Ich würde freuen, wenn ihr den Daumen oben scheppern lässt, ein Abo dalasst, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann fahren wir jetzt zum Döner. Also ich muss eins zu meiner Verteidigung sagen. Da gibt es mal wieder alles. Muss nicht schlechtes heißen, ist aber nicht das beste Zeichen. Jeder kennt's, ne? Brauche ich jetzt nichts zu sagen. Aber, oh, das ist nicht ernst. Wisst ihr? Ich denke, sie wartet, weil ein Auto da kommt, aber sie, ja. Die macht den Seitenspiegel kaputt. Hat sie kaputt gemacht? Nee, macht sie einfach, ist hier scheißegal, drückt sie einfach weg. Hat sie weggedrückt? Können wir nicht wissen. Aufpassen, dass sie nicht die Autoschraub machen, ne? Aber alles gut. Ja, hab ich gesehen. Große Fresse noch, Alter. Macht sie den Sack? Hat sie einfach kaputt gemacht? Sie einfach gegen, Alter, und drückt da rein und kratzt da rum. Und wir haben hier Kamera laufen. Ja, also falls sich ein Besitzer melden will, wir haben alles auf Cam. Ja, mit Kennzeichen. Oh Mann. Stell dir vor, du begehst so eine Tat, denkst auch auf Undercover, merkt niemand, und hinter dir sind zwei Kameras. Oh Mann. Denk dran, Leute, wie immer, Zack Plus ist am Start. Supporte das Ganze. Zackplus.de für alle Supplements. Das beste Qualität made in Germany. Holle 10 ist der Code. Genau, jetzt geht's ab zum Hanfdöner. Mal gucken, was uns erwartet. Guckt ihn euch an gleich. Oh Mann, Leute, zieht euch das rein. Guckt euch das an, Leute. Das ist mein Auftritt hier. Lecker, lecker, lecker vom Hanfbäcker. Das aber auch vom Hanfkuchen genascht, ne? Nam, 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 immer wieder. Das ist dein Arbeitsoutfit wahrscheinlich, ja, ne? Ja, meine Uniform. Die geht auch nicht ab mehr. Ich hätte mit allem gerechnet, aber nicht damit, sag ich dir ehrlich. Aber geil, Name ist Programm, ne? Ja, normal. Okay. Hanfdöner. Okay, kann man sagen, konsumierst du auch, lebst du diesen Lifestyle? Ich lebe den Lifestyle und ich bin auch Konsument. Logisch, ja. Ich bin Ex-Militär, habe ein bisschen PTBS und das kontrolliert halt die Träume. Das hilft. Okay, aber kriegt man hier auch Stoff bei dir? Den besten Hanfdöner, ja. Mit den besten Hanfprotein und Öl. Alles? Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, das schmeckt so lecker. Weißt du, was wir machen? Wir gehen erstmal rein, gucken und danach erklärst du uns genau, was das mit diesem Hanfdöner auf sich hat, okay? Jawohl. Machen wir. Okay, ich sehe schon hier, Leute. Also unter anderem. Moin, servus, grüß dich, mein Lieber. Ich bin Simon, wir haben miteinander geschrieben. Ach, wir haben geschrieben, geil, genau, Mann. Laden, geil. Ja, läuft, also läuft. Ja, auf jeden Fall. Bei dir auch? Danke, dass du gekommen bist. Sehr gerne, sehr gerne. Sehr, ja. Ich dachte eben schon, du wärst nur ein Schaulustiger. Nein, Digga, ja. Ich habe jetzt ein bisschen eingekauft in den Laden, du weißt. Man ist immer flexibel unterwegs. Deswegen habe ich dich vorhin angerufen. Ja. Moin, du kommst, damit ich ungefähr meine Arbeitszeit einschätzen kann. Okay, perfekt. Ich war ein bisschen früher jetzt am Start. Ja, das war gut, ja, freut mich. Sehr. Geil, geil. Ich sehe schon, also hast hier wirklich so ein 2-in-1-System, ne? Holle, die fette Polle, ey. Der hat früher auch gerne mal Knolle geraucht, der Holle, sag ich dir ehrlich. Nein, ist normal, Bruder, wer nicht, Digga? Ich wette mit dir, ich würde einen dickeren Kopf als du wegfetzen. Safe. Ja? Du bist auch ein bisschen größer, Digga. Ihr merkt schon, Leute, Stimmung hier ist top, das freut mich. Erzähl doch mal ein bisschen hier, was hier überhaupt jetzt hier am Start? Du hast ja noch einen Laden hier separat, was ist da los? Ja, also wir haben hier einen Shop im Shop sozusagen. Mhm. Wir setzen uns für die Legalisierung ein. Ja, wir haben sozusagen unsere eigene Marke, Alert Potter Cotton Candy. Sieht nice aus. Unsere Grinder. Wir wollten mal was anderes machen und es klappt sehr, sehr gut. Wir haben uns auf jeden Fall in der Hauptszene gut etabliert. Ja. Es läuft alles wunderbar. Also im Großen und Ganzen habt ihr, wie du sagst, Shop in Shop. Ihr verkauft hier ein paar Artikel, alles legal, alles CBD. Und vielleicht irgendwann, wenn es legal wird, dann auch das Richtige. Ich hoffe es. Ja. Und dann habt ihr aber auch noch einen guten Döner. Ja, ich guck mal einmal hier, da gucke ich mir mal schon mal direkt an. Die Polizisten kommen zu uns auch essen. Ne? Die sind auch essen. Ist jetzt die Polizei da gerade? Nee, bevor du gekommen bist, war eine ganze Bande hier. Die habe ich noch gesehen. Nein, hätten wir die bloß drauf gehabt. Was ist denn überhaupt jetzt hier, warum Hanfdöner auf? Was ist denn, was macht denn einen Hanfdöner zum Hanfdöner? Unsere speziellen Soßen, die wir selber machen. Ja. Da nutzen wir Hanföle und spezielle Gewürze. Aber nichts, was heil macht und so. Kein THC drin? Nee, gar nicht. Ist CBD drin? Auch nicht drin, okay. Das ist nicht legal, das dürfen wir gar nicht. Da ist Nutzhanf drin in unserem Brot. Und ist auch 5% Hanfproteine. Ah. Genau. Wir arbeiten auch hier mit dem Veterinärsamt zusammen. Ah. Ja, also wird alles gut geprüft und ist auch gut so. Soll alles auch so sein, weil soll auch nicht jeder machen. Unser Patent. Wir haben es lizenziert. Und sogar Schokolade habt ihr. With real Cannabis. Da ist CBD dann aber drin, ne? Wir sind Hanfsamen drin, das knistert so. Ah. Schmeckt auf jeden Fall anders, aber schmeckt gut auf jeden Fall. Ja, geil, geil. Also ich würde sagen, wir machen uns mal einen Döner ran. Würdest du dann auch sagen, unabhängig von den Inhaltsstoffen, die natürlich special sind, ist er denn geschmacklich auch special? Ich habe den gleichen Fleischlieferanten. Gemüse, dieser Mustafa, Gemüse, ja. Genau. Okay. Und er war bei mir, ich habe ihn immer eingeladen. Onkel, isst doch mal einen Döner. Er sagt, ich bin schon so lange Fleischlieferanten, ich habe die Schnauze voll. Und man kam da,
hat den Backofen nicht gesehen, dachte mir, ey, mach mir doch mal einen Döner. Hab ich schon einen Döner gemacht, weißt du, was er zu mir gesagt hat? Er hat zu mir gesagt, Mustafa soll deine Hände küssen. Ja? Ich sag, Mustafa, Bruder, du hast Konkurrenz in deinem Ding, Digga. Mustafa, hast du gehört? Wir brauchen eins gegen eins. Wenn Holle auch zu mir sagt, Bruder, ich küsse deine Hände, du hast einen Baba-Döner, dann war's das, Bro. Ha? Ich bestell jetzt mal hier so als normaler Kunde sozusagen, dann würde ich direkt einen Döner bei dir bestellen. Das ist wichtig, ne? Machen auch nicht alle, kann ich dir so sagen, wie es ist. Wie oft wäschst du am Tag Hände, würdest du sagen hier? 400 Mal. 400? Ja, 1, 2 sollte ich freuen, auf jeden Fall. Oh, also da möchte ich einmal, lieber Filmi, einmal eine Ausrechnung für einen 8-Stunden-Tag, wie viele Sekunden da die Hände gewaschen werden. Okay, geil. Welche Soßen würdest du empfehlen für uns gleich beim Döner? Alle rauf! Alle selber, alle Hanfproteine, Hanfsamen, Hanföle drin. Ja. Dann haben wir dann noch unsere Spezialsoße mit Granat, Apfel, Hanf und Kräutermischung. Ja. Mhm. Aber ein Döner kann ja nicht alle Soßen raufnehmen. Dann würde ich dir Knoblauch empfehlen. Kräuterknoblauch. Kräuterknoblauch, nehmen wir so, gerne. Und die Gewürze noch drauf, wo du sagst, das bockt. Der sieht gut aus. Ich danke dir, mein Lieber. Dann bis gleich, ne? Wir haben uns erlebt. Also die Stunde der Wahrheit. Ich muss sagen, optisch wirklich ansprechend. Auch das Brot schön kross. Könnte beinahe zu kross sein, ich weiß es nicht. Gleicher Fleischlieferant wie Mustafa. Früher war Mustafa echt gut, inzwischen hat er sehr stark nachgelassen, wie ich finde. Das ist sehr interessant. Ich versuche ja gerade privat auch immer viel rumzuprobieren und würde jetzt mal sagen, ich kaufe Sachen ein, die viele nicht einkaufen. Wie zum Beispiel auch Hanföl. Verwende gerne Hanföl. Ich würde behaupten, jemand, der auf dem Gebiet nicht so drin ist, hätte jetzt überhaupt nicht diesen Hanftouch gemerkt. Das wäre ihm überhaupt nicht aufgefallen. Dadurch, dass ich dieses Hanföl sehr gut kenne, habe ich direkt gemerkt, Hanföl. Du merkst es wirklich. Also rein geschmacklich sage ich euch, so bisher sonst aus dem Impuls vom Hanföl nichts aufgefallen. So. Also es ist bisher ein relativ gewöhnlicher Döner vom Geschmack. Oben sehr soßenlastig, relativ salatlastig auch. Fleisch ist ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht angelehnt an diesen Gemüse-Döner-Charakter, ich weiß es nicht. Wobei das ist auch mehr Name als Programm, würde ich so sagen. Deshalb war das Müll, was ich eben geredet habe. Brot schmeckt jetzt auch nicht groß anders. Was ich aber schön finde, muss ich an der Stelle sagen, Hanf ist ein tierisch geiles Produkt und auch ein Lebensmittel. Sehr unterschätzt. Alleine Hanf von seiner Beschaffenheit, Aminosäurenverhältnis, alle essentiellen Aminosäuren mit drin. Super Zeug. Wenn ich irgendwo ein Brot bestelle, der schmeckt so wie das andere und da ist Hanf drin, würde ich mich wahrscheinlich immer für das Hanfprodukt entscheiden. Also da schon mal Pluspunkte. Also ich habe mein Fazit gezogen aus dem Ganzen, werde ihm das direkt mitteilen. Also ihr kriegt die Bewertung gleich in Einheit mit dem Kollegen hier zusammen. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Mein Lieber, ich wollte direkt Feedback geben. Also pass auf, ich habe folgendermaßen, kann ich es ausdrücken. Was ich erstmal geil finde, ist dieser Hanfanteil. Für mich sehe ich da nichts Schlechtes dran, sondern eher positiv. Proteingehalt und. Hanf ist eine Top-Pflanze. Alter, geil. Hier, Alter, ja, ist so. Und Geschmack, sag ich dir, war wirklich vernünftig. Ich habe jetzt eine 6,9, würde ich dir geben, eine 6,9. Ja. Leckerer Döner. Alles, was mit das ist gut, Bruder. Ja, ist gut. Ja, ist gut. Also, da muss ich auch sagen, ich komme überall rum, ich teste überall Döner. Ja, ja. Ich habe aber jetzt nichts geschmacklich, was jetzt irgendwo raussticht. Ne? Ja. Die Sache ist cool mit Hanf, eine gesunde Sache, auch Omega-Fettsäure. Der Döner ist halt für seinen Geschmack bekannt. Weißt du? Wenn du ihn veränderst, ist es nicht richtig, Bro. Ja. Weißt du, was ich meine? Geil, die. Also, wie gesagt, hat geschmeckt, geil von den Produktzutaten her. In dem Sinne sage ich dir danke, dass ich probieren durfte. Danke, und ja, sehr gerne, sehr gerne. Und wenn ihr Bock habt, teste den Döner hier, auf jeden Fall. Und dann sage ich, lass einen Daumen oben knallen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.